Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu der absolute Tiefpunkt von Call of Duty. Und diese Franchise ist eigentlich auch nicht mehr zu retten. Aber Leute, aber Activision hat etwas getan. Und da rede ich nicht davon, dass sie im Namen der Entwicklerstudios bei Twitter einen Tweet abgesetzt haben, in dem sie sich dafür entschuldigen, dass die Games so schlecht sind und dass so viele Fehler da sind. Und sie schreiben da halt wortwörtlich: Wir verstehen euren Frust. Das ist eine Nachricht, die haben wir in den letzten 3 Jahren gefühlt jedes Jahr bekommen. Wir verstehen die ganzen Probleme, wir arbeiten mit Hochdruck dran, bitte habt ein bisschen Geduld, wir wollen euch ein gutes Spielerlebnis liefern. Und dann steht da für Vanguard, Pacific, Warzone, Rebirth, Modern Warfare, also für alles. Im Prinzip ist alles kaputt. Bevor wir aber mit dem Video weitermachen, Leute, einmal ganz kurz Werbung, ich mach ganz schnell. Auf Ineba gibt es aktuell jeden Tag verschiedenste Games komplett kostenfrei. Ihr braucht euch weder anmelden noch sonst was. Alle 24 Stunden gibt es ein oder zwei neue Games für die Konsolen als auch für PC. Manchmal auch für die Xbox, allerdings relativ selten. Tomb Raider war jetzt vor kurzem mit dabei. Nein, Activision hat tatsächlich etwas gemacht. Und zwar haben sie Engine Owning verklagt. Endlich! Engine Owning ist diese gottlose deutsche Seite, die Cheats, also Wallhacks, Aimbots, Soft-Aimbots und wie der ganze Scheiß heißt, mit Sitz in Deutschland, sind irgendwo im Süden, verkauft und das zu Millionen. Es gibt hunderttausende Cheater, die schon gebannt worden sind und sich dann einfach einen neuen Account gemacht haben, weil, naja, woher soll Activision wissen, dass das so einfach ist? Ich meine, die sind ja auch neu in dem Business. Und die haben die jetzt aber auf jeden Fall verklagt. Was wir einmal ganz kurz behandeln wollen, da gibt es auf ingame.de, den seht ihr gleich, einen Artikel dazu. Was man auch dazu sagen muss, das ist ein richtiger Schritt. Das ist ein richtiger Schritt. Weiß nicht, warum man die Cheat-Software-Hersteller, die einem bekannt sind, nach 2 Jahren oder länger erst verklagt. Warum nicht früher? Ich hätte jetzt gedacht, dass Activision eine eigene Rechtsanwaltskanzlei oder Kanzleien hat, die sie betreuen. Die übernehmen das, nicht die Spielehersteller selber. Die machen natürlich keine Klagen. Aber wir wollen ja nicht so früh draufhauen. Das ist ja schon mal was Gutes. Was einem natürlich in Frage kommt. Und bestes Beispiel: Rerex, Kaiser, Pentagon, Styler, Phalaxy. Unsere ganze Warzone-Elite. Die ganzen deutschen Warzone-Streamer, die relativ weit oben sind, was die Zuschauer und so angeht. Rerex und Kaiser haben zusammen letzte Woche 68 Runden Warzone gespielt und von 68 Runden live, und die spielen alle über ein VPN, so wie ich das auch tue, es hat nicht mal was mit Noob-Lobbys zu tun, ihr könnt im VPN spielen, ihr habt trotzdem keine Bots, fast das gleiche, es sind bessere Connections, weniger Cheater. Weil die meisten Cheater sind eben durch diese heftigen KDs von 100er KDs im Prinzip immer ganz oben in den Brackets. Die haben aber in insgesamt über 68 Runden 62 verschiedene Cheater gehabt. Das müsst ihr euch vorstellen, Leute. Eine Quote von über 90% nur Cheater. Obwohl das groß angekündigte Anti-Cheat-System Ricochet ja da ist und eigentlich alle beschützen soll. Und Activision hat ja, weil es so ein fucking Haufen ist, vor 6 Monaten schon angefangen, mit diesem Ricochet anzugeben und den ganzen Leuten und den Cheat-Herstellern zu sagen, haha Leute, jetzt machen wir euch aber fertig. Was sie uns nicht verraten haben, dass Ricochet A noch nicht funktioniert, B nur aktuell seit Release in Asien verfügbar ist, wo es, haltet euch fest, nicht funktioniert, und jetzt mittlerweile in Nordamerika, wo es nicht funktioniert. Die meisten Cheater kamen aus dem amerikanischen Bereich. Europa zum Beispiel hat kein aktuelles, gültiges Ricochet-Anti-Cheat-System. Und wann es wirklich aktiv sein wird, und es soll ja so ein selbstlernendes Programm sein, weiß auch keiner. Das heißt, die große Lüge, das große Anti-Cheat-System kommt, war Marketing und am Ende für den Arsch. Aber lasst uns doch hier einmal zusammen reingucken, was wir hier Schickes haben. Warzone Cheat Imperium im Visier von Activision, wir sind nicht länger käuflich. Ach, das kommt dann wohl von Bobby Kotick. Lasst uns da mal durchgehen. Activisions Klage gegen das deutsche Cheat-Imperium Engine Owning zeigt schon wenige Tage später erstmals Wirkung. Ein Bericht von Charlie Intel zufolge, kann ich euch nur ins Herz legen, Charlie Intel, hat ein weiterer Cheat-Händler, Cynical Software, seinen Service eingestellt. Der Händler habe dies im eigenen Telegram-Channel verkündet. Dort heißt es, alle COD-Titel wurden aus dem Shop entfernt und sind nicht länger käuflich. Witzigerweise hat noch ein Cheat-Hersteller seinen Service eingestellt, aber nicht für Call of Duty, sondern für Battlefield 2042. Mit der Begründung, auch auf Twitter zu sehen, wir müssen unsere Cheat-Software für Battlefield 2042 leider einstellen, weil die Performance des Games unsere Cheats außer Kraft setzt.
und das ist nicht gemeint von wegen mega Anti-Cheat-System bei DICE und EA, sondern Battlefield 2042 ist so in einem grandios schrecklichen Zustand, dass nicht mal die Cheats richtig funktionieren. Weiter steht hier aber, Cynical Software begründete seine Entscheidung damit, dass man nicht von Activision verklagt werden wolle. Stattdessen werde man sich nur auf andere Titel konzentrieren. Für Activision ist das ein klarer Sieg, das erste Mal seit 15 Jahren, dass die bei irgendwas gewinnen, im Kampf gegen Cheat-Händler weltweit. Die Klage gegen das deutsche Cheat-Imperium hat allein durch ihre Signalwertung also erste Erfolge erzielen können. Witzigerweise, welchen Cheat-Anbieter verklagt Activision? Das Cheat-Imperium nennt sich Engine Owning, hat den Sitz in Deutschland. Genauer gesagt sitzt die in Pfaffenhofen in Bayern. Keine Ahnung, wo das in Bayern ist, aber es heißt Pfaffenhofen. Der Cheat-Händler hat sich nämlich zu einem der größten auf dem Markt entwickelt. Es ist also auch längst überfällig. Reden wir nicht davon, dass es mittlerweile, ich glaube, 8 verschiedene Skins gibt, die in Warzone unsichtbar sind. Das sind keine Cheats, sondern das sind einfach Fehler der Entwickler, Fehler von Activision. Activision fordert den Maximalsatz pro verkauften Cheat als Schadensersatz. Was bedeutet für, ich weiß nicht, was ein Aimbot kostet als Programm, 30, 40, 50 Euro. Das ist dann einer sozusagen. Activision möchte für jeden einzelnen davon 2500 Dollar haben. So weit, so gut. Es gibt da nur ein kleines Problem bei dem Ganzen. 2017 hat Activision das Ganze schon mal gemacht, und zwar Bossland. Damals verhängte das amerikanische Gericht eine Strafe von 8,6 Millionen US-Dollar und jetzt kommt das Problem. Activision hat den Sitz in den USA, diese hier haben den Sitz in Deutschland. Das Landgericht Leipzig, Landgericht Leute, Amtsgericht bis 5.000 Euro Strafsache, alles über 5.000 Euro übernimmt das Landgericht, wies damals die Schadensersatzklage jedoch ab. Die Begründung der amerikanischen Schadensersatzregelungen gelten nicht in Deutschland. Amerikanisches Recht, deutsches Recht, das ist ein kleiner Unterschied. Etwas Ähnliches könnte mit Cheat-Anbieter Engine Owning auch passieren. Jetzt kann man ja lange darüber philosophieren, ob es dann Sinn macht, da wirklich Klage einzureichen. Und klar, 100%, man muss. Man muss den Druck aufrechterhalten, eine einstweilige Verfügung oder. Aber jetzt kommen ja ganz viele Fragen dazu. Warum kommt Activision mit, ihr müsst euch vorstellen, täglich 5 Millionen Dollar Umsatz. Täglich. Nur mit Ingame-Verkäufen. Nicht mit anderen Games, nicht mit Overwatch, nur Call of Duty, Vanguard, Modern Warfare 19, Cold War, Vanguard Verkäufe. Jeden Monat 5 Millionen Dollar. Ein Monat der Umsatz reicht, um ein Leben lang von uns allen jeden Cheat-Hersteller zu verklagen. Warum kommt Activision nach 2 Jahren erst auf dieses Thema? Warum programmieren sie oder lassen ein Anti-Cheat-System programmieren, was offensichtlich nicht funktioniert, was offensichtlich nicht fertig ist, was eventuell nie funktioniert, wenn die Konkurrenz, und man schielt so ein bisschen zu Apex Legends, teilweise schon, oder auch Epic Games an und für sich, Cheat- oder Anti-Cheat-Systeme hat, die sich bewährt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine komplette Entwicklung eines nagelneuen Anti-Cheat-Systems günstiger ist, als bei anderen Herstellern funktionierende Systeme zu kaufen. Meiner Meinung nach hat Activision mit diesem ganzen Thema hier mal wieder Marketing pur hoch 5 versucht und gesagt, komm Leute, Vanguard-Verkäufe grausam. Jetzt im Sommer soll ja angekündigt oder released werden Modern Warfare 8.0 2022, damit man im dritten Quartal nochmal ordentliche Umsatzzahlen macht. Vanguard verkauft sich scheiße, Vanguard ist in einem katastrophalen Zustand, seit 3 Monaten gibt es hier keine Updates, teilweise werden plötzlich Bugs reingefügt, obwohl gar kein Update kam, was gar keinen Sinn macht eigentlich. Das heißt, man kann sich ja schon fragen, was ist eigentlich deren Plan? Und ich habe es gesehen, ganz viele Leute, ob das jetzt Haptic ist oder sonst wer, haben für sich tatsächlich abgeschlossen. Und auch wenn wir alle, die bei YouTube, bei Twitch gucken und wir, die spielen, sich darüber unterhalten und so ein bisschen auch weiter reingraben, nicht die Mehrheit sind, ist es ja letzten Endes so, dass Activision durchaus irgendwo merken wird, dass der Wind langsam ein bisschen rauer wird. Hat diese Scheiße mit den Cheatern hier Erfolg? Nein, wird es nicht haben. Activision wird diese Franchise immer weiter in den Ruin treiben und zwar so lange, wie Bobby Kotick und alle anderen Verantwortlichen oben bei denen in der Chefetage sitzen und die Entscheidung für alle anderen Leute treffen. Ist das geil? Überhaupt nicht. Überrascht es mich? Welche Entwicklung das Ganze nimmt? Auch überhaupt nicht. Das Einzige, was mich überrascht, dass man
irgendwie bei Sledgehammers geschafft hat, ein Game wie Vanguard rauszubringen, was von den Grundkonstrukten wirklich gut ist und auch die ersten 4 Wochen wirklich Spaß gemacht hat, dass man das so verkommen lässt. Das hier, was wir hier jetzt bei Activision gesehen haben mit dem Anti-Cheat, ob es deswegen besser wird, ich habe meine Zweifel. Lasst mich gerne wissen, Leute, habt ihr schon Hacker getroffen? Jetzt in Caldera oder Rebirth oder wie auch immer es alles heißt? Ich ja, mehr als vorher gefühlt. Jungs, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Gucken, was draus wird. Haut rein.